Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext hören wir ein Wort aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gerne habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich gern? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich gern habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ich möchte mit einem Witz beginnen. Er ist nicht besonders gut, aber er passt. Im Paradies fragt die Eva eines Tages den Adam: Adam, liebst du mich? Und Adam blickt auf und sagt: Wen sonst? Es passt zu unserer Geschichte, zur Frage: Liebst du mich? Jesus fragt den Petrus: Liebst du mich? Und Petrus weicht aus. Sie haben es sicherlich gemerkt. Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Er benutzt ein anderes Wort als lieben. Die entscheidende Frage ist: Wen liebst du? Wie kam es dazu, dass Jesus ihn fragt? Das ist ja nicht gerade so ein Gespräch, das man unter Freunden führt und dann plötzlich sagt: Sag mal, liebst du mich eigentlich? Ist ja komisch. Nein, es hatte seine Vorgeschichte. Es waren Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes sind das, und zwei andere Jünger zusammen. Petrus, nach der Auferstehung, dachte, wir gehen fischen. Das war ihr Beruf und sie gingen fischen. Am Ufer sahen sie jemanden stehen, den sie aber nicht erkannten. Und als sie zurückkamen, sagte er: Habt ihr nichts gefangen, Kinder? Nö, wir haben nichts gefangen. Dann werft das Netz nochmal zur rechten Seite aus. Das machen sie und merken, das Netz ist voll. Johannes, der Lieblingsjünger, der junge Kerl, merkt es zuerst und sagt es dem Petrus: Das muss Jesus sein. Petrus daraufhin zieht sein Obergewand an, springt ins Wasser. Er kann nicht warten, bis man die ganzen Fische ans Ufer bringt. Er ist impulsiv, er muss gleich ans Ufer. Wenn das Jesus ist, kann das nicht warten. Er hilft dann mit, das Netz einzuziehen. Jesus hatte schon Feuer gemacht, Fische schon gebraten. Man sitzt zusammen, man isst. Aber keiner fragt ihn, ob er wirklich Jesus ist. Alle wissen irgendwie, es ist Jesus, sein ganzes Verhalten, aber seine Erscheinung ist eine andere. Und nachdem sie gegessen haben, fragt Jesus jetzt den Petrus, und da beginnt unser Predigtext. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese haben mich haben? Warum fragt Jesus das dreimal? Ist das nicht peinlich? Reicht das nicht einmal? Muss man die Peinlichkeit nicht noch in die Länge ziehen? Nun, wir wissen als Bibelkenner, dass es natürlich ein Hinweis auf die dreifache Verleugnung ist. War es nicht so, als Jesus verhört worden ist vor Pilatus und Simon Petrus sich in den Hof hineingeschlichen hat, dass andere ihm gesagt haben: Gehörst du nicht auch dazu? Nein. Andere kamen wieder und sagten: Doch, ich weiß, du bist... Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Und das dritte Mal wiederholte sich dann. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und deswegen fragt Jesus ihn auch dreimal: Hast du mich lieb? Jesus hätte ihn auch direkt daraufhin ansprechen können: Du, wir müssen noch eine Sache klären mit uns. Weißt du, damals beim Verhör, du hast gesagt, du kennst mich nicht? Wäre auch möglich gewesen. Oder er hätte, wenn er das nicht ganz so direkt machen wollen, ihn fragen können: Sag mal, Petrus,
willst du meine Schafe weiden? Und er sagt, ja, willst du meine Schafe? Also dreimal auch in Erinnerung an die Verleugnung. Das tut er auch nicht. Jesus wählt die Worte sehr genau. Und er weiß ganz genau, warum er diese Frage stellt und nicht eine andere. Er fragt nach der Liebe und nicht nach dem Auftrag. Es geht um eine Beziehung, um ihre Beziehung. Und diese Beziehung war Jesus sehr wichtig. Die Beziehung soll nicht funktional sein. Er soll nicht ein Amt übernehmen, eine Aufgabe übernehmen, sondern er soll in der liebevollen Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater und mit ihm leben. Und diese Beziehung hatte Petrus zerstört. Petrus leugnete und schwor dazu, Matthäus 26, ich kenne den Menschen nicht. Und deswegen fragt Jesus nicht einmal, sondern dreimal. Und auch wenn Jesus das vorher wusste, macht die Aussage trotzdem es nicht milder, sondern verletzte Jesus. Ich kenne den Menschen nicht. Die beiden waren 3 Jahre miteinander. Tag für Tag miteinander gegangen, haben Sachen erlebt, viele Wundertaten von Jesus. Hatte Petrus nicht gehört, wunderbare Worte, wo er merkte, die kommen von Gott, du bist der Sohn Gottes. Und als es dann eng wurde, ich kenne den Menschen nicht. Was für ein Schlag ins Gesicht. Wie viele Beziehungen sind schon bei weit weniger Verletzungen in die Brüche gegangen? Wie sieht es bei uns aus? Vielleicht mal so eine konstruierte Geschichte. Ein Ehepaar wird von Nachbarn eingeladen. Man isst zu Abend. Der Nachbar ist bekennender Atheist und zieht über die Kirche her und schimpft ganz ordentlich und so. Man will aber die Harmonie nicht ganz zerstören. Aber als man wieder daheim ist, ärgert man sich, dass man doch nichts gesagt hat. Weil Kirche ja nicht nur eine Institution ist, sondern es ist Gemeinschaft der Glaubenden oder, wie wir es vorhin bekannt haben, Gemeinschaft der Heiligen. Kann man nicht dazu auch was sagen? Oder man geht ins Restaurant und normalerweise betet man vor dem Tisch, vor dem Essen. Und jetzt im Restaurant, wo viele andere Leute da sind, betet man dann auch oder nicht? Ist es uns peinlich, wenn andere merken, ja, wir bekennen uns dazu, dass die Gaben auch von Gott sind, auch im Restaurant. Oder wir haben Gäste eingeladen, Gäste, die nicht so viel mit dem Glauben am Hut haben, würden wir dann auch ein Tischgebet sprechen? Vor vielen Jahren hat mir eine Frau aus meiner ersten Gemeinde ein Erlebnis erzählt, das ich gern wiedergeben möchte. Sie hat vom Arzt eine Nachricht bekommen, dass sie sich einer schweren Operation unterziehen musste. Und als sie dann wieder genesen war, traf sie sich mit ihrem Kaffeekränzchen, klingt jetzt negativ, aber ich glaube, so was Ähnliches war es. Die trafen sich einmal im Monat, meine ich, schon seit Jahrzehnten. Das waren Freundinnen aus der Schulzeit. Und als sie sich dann wieder trafen, haben sie zu ihr gesagt, Mensch, Vornamen lasse ich mal weg, an deiner Stelle, ich hätte es gar nicht ausgehalten. Diese OP vor Augen und diese Schwierigkeiten, oh, nee, ich hätte Angst gehabt ohne Ende. Und da hatte sie sich vorbereitet, hat sie mir erzählt. Sie griff in ihre Handtasche, hat ihr Gesangbuch rausgeholt und hat gesagt, ich habe folgendes Lied gelesen und gesungen vor der OP. Und hat es ihnen vorgelesen. Das hat mir Kraft gegeben, das hat mich ruhig gemacht. Und nahm ihr Gesangbuch und steckte es wieder in ihre Handtasche. Sie hätte auch schweigen können, sich auf die Schulter klopfen. Was bin ich für ein toller Mensch, dass ich keine Angst habe? Nein, sie hat bekannt, dass sie gebetet hat und woher sie ihre Kraft bekommen hat. Jesus hat einmal gesagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Sollte Jesus ihn jetzt vor seinem himmlischen Vater auch verleugnen? Das wäre ja konsequent. Aber Jesus möchte, dass die Beziehung zu Petrus wieder in Ordnung kommt. Er ist für ihn gestorben und auferstanden und er soll seine Schafe weiden, aber nicht als ein Amt, sondern aus einer Beziehung heraus, einer liebevollen Beziehung heraus. Und deswegen ist die entscheidende Frage nicht, bist du bereit, meine Schafe zu weiden, sondern die entscheidende Frage ist,
hast du mich lieb, lieber als die anderen. Du sollst ihr Anführer werden, ihr Kopf, den Fels, den Petrus, auf dem ich meine Gemeinde baue. Da will ich jemanden haben, der mich liebt, so wie ich ihn auch liebe. Die entscheidende Frage der Gottesbeziehung ist nicht, ob du glaubst, sondern ob du liebst. Die erste Frage lautete: Hast du mich lieber, als mich diese haben? Die zweite Frage von Jesus ist: Hast du mich lieb? Und die dritte lautet: Dann hast du mich gern. Wir merken, wie Jesus das immer weiter zurückschraubt. Er nimmt es immer weiter, er schwächt seine Fragen ab, denn die Antworten des Petrus sind dürftig. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Was fragst du eigentlich? Oder du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich gern habe. Also, das klingt für mich so, wenn du alles weißt, dann brauchst du mir keine Frage stellen, oder ist das hier ein Spielchen, was wir miteinander treiben? Ich will einen Augenblick noch bei dieser Frage stehen bleiben, Glaube und Liebe. Ich habe viel von Martin Luther gelernt und finde, er hat eine sehr tolle Theologie entworfen, die ich auch weitgehend vertrete. Nicht vollkommen, finde ich, aber er hat es sehr gut gemacht. Nach der Theologie von Martin Luther hätte ich jetzt erwartet, dass Jesus den Petrus fragt: Glaubst du an mich? So bin ich groß geworden. So hätte ich es eigentlich im Text erwartet. Dass Jesus ihn fragt: Glaubst du an mich? Das Entscheidende ist doch, dass man an Jesus Christus glaubt. Also warum fragt er den Petrus nicht: Glaubst du an mich? Sola fide, allein der Glaube. In der Theologie von Martin Luther bin ich der Liebe nicht begegnet. Und zwar in der Theologie, in der Dogmatik von Martin Luther. Und ich begegne immer wieder Christen, die sich mit der Liebe schwer tun. Und das hat auch seinen Grund. Wir schauen uns Liebesfilme an, lesen Liebesgedichte, und in unserem Kopf entsteht ein bestimmter Begriff von Liebe, und er passt einfach nicht zu dem, was hier im Text steht. Dieser Begriff von Liebe, den wir im Kopf haben, das ist nicht so ganz das, was eigentlich dann in der Bibel sein soll. Liebe gehört zum Bereich der Gefühle. Vielleicht kann man von Nächstenliebe noch reden, wenn es dann in die Ethik geht oder in die praktische Theologie, aber nicht in die Dogmatik. Liebe ist kein Thema für eine dogmatische Abhandlung. Sie hat, meinen manche, in der Dogmatik nichts zu tun. Aber ist das so? Erinnern wir uns, als Jesus von einem gefragt worden ist: Was ist der höchste Wille Gottes? Was ist das wichtigste Gebot? Diese Frage formuliert nicht nur eine Gesetzestafel, sondern die Gebote zeigen den Willen Gottes für unser Leben. Und dieser Mensch fragte: Jesus, was meinst du? Was ist der höchste Wille, den Gott für unser Leben hat? Und wie antwortet er? Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Darin, sagt Jesus, ist alles enthalten. Alle Gebote, alle Gesetze. Er packt das zusammen in dem Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott ist das Entscheidende in der Gottesbeziehung. Oder lesen wir in Römer 13, Vers 10, da meint der Apostel Paulus: Die Liebe ist die Erfüllung, so übersetzt Martin Luther, oder wurde in der Luther-Übersetzung gemacht, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Da steht Telos, das ist das Ziel, kann auch Erfüllung heißen, aber das ist das Ziel des Gesetzes, das ist das Ziel des Willen Gottes, die Liebe. Und dann haben wir 1. Korinther 13, 13 im Ohr, was viele Brautpaare lieben: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, die bleiben in Ewigkeit, und die Liebe ist die größte unter diesen dreien. Ich gebe zu, dass mich das früher geärgert hat. Also lutherisch geprägter Theologe hätte ich gesagt: Der Glaube ist doch das Wichtigste. Glaube, Hoffnung, Liebe, und der Glaube bleibt. Und Paulus sagt, die Liebe bleibt. Das ist unser sprachliches Problem. Was verstehen wir unter Liebe? Die käufliche Liebe unterscheidet sich sprachlich nicht von der Liebe einer Mutter oder der Geschwisterliebe. Die Griechen waren schlauer. Die haben drei Begriffe für Liebe: Eros, Philia, Agape.
Ich will jetzt keinen Vortrag darüber halten. Aber diese Agape, die hier in dem Text vorkommt, sowohl bei Johannes, hast du mich lieb, als auch bei Paulus in den zitierten Versen, da geht es um die selbstlose Liebe. Diese selbstlose Liebe, diese Agape, die Einheit von Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Diese Liebe, diese Agape ist nicht mit Lust zu verwechseln. Wie sieht deine Gottesbeziehung aus? An einen Werbespruch angelehnt, möchte ich mal formulieren, liebst du oder glaubst du noch? Die Agape ist größer als der Glaube, weil nämlich in der Liebe bereits der Glaube enthalten ist. Das müssen wir gedanklich mal geschwind verarbeiten. Kein Mensch kann einen anderen lieben, ohne ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Aber ich kann sehr wohl glauben, ohne zu lieben. Wenn Sie ein Taxi rufen, steigen ein, dann vertrauen Sie dem Taxifahrer. Aber Sie müssen ihn nicht lieben. Wenn Sie einen Mensch lieben, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, gute Freunde, dann vertraue ich Ihnen auch. Die Liebe implantiert den Glauben. Die Liebe hat schon den Glauben enthalten, weil ich vertraue. Die Liebe vertraut, sie glaubt alles. Und deswegen ist die Liebe größer als der Glaube. Sie hat das schon im Paket mit drin. Wie sieht unser Glaube an Gott, an Jesus aus? Liebst du oder glaubst du noch? Ich weiß, dass sich manche jetzt ärgern. Ist auch gut so. Predigten sollen manchmal ein bisschen ärgern. Man kann Glaube und Liebe ja nicht so auseinanderdividieren, nicht in Alternative setzen. Will ich auch nicht. Aber ich will es auf den Punkt bringen. Unterscheiden, aber nicht scheiden. Jesus hat nämlich den Petrus nicht gefragt, glaubst du an mich? Er hat ihn gefragt, liebst du mich? Es geht nicht um Information, es geht um eine Liebeserklärung. Ja, Jesus wollte eine Liebeserklärung hören. Diese Liebeserklärung muss man aussprechen. Wie sieht es in unseren Herzen aus? Ich habe den Eindruck, dass Jesus nicht nur Petrus fragte, sondern auch uns heute Morgen, hast du mich lieb? Und was antworten wir ihm? Amen.